Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Terrario. Ja, wir sind hier wieder da und heute geht's ab zum Dungeon, so wie ihr es vielleicht euch auch denken könnt, an der Tatsache, dass wir die letzten paar Folgen kläglich im Dungeon versagt sind. Und nebenbei, das ist die erste Aufnahme einer langen Aufnahmesession, die wir benötigen, weil mir bald ein neuer Zahn gezogen wird. Oh nee, Hilfe, bla. Ja. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Gut zu wissen. Keine Ahnung. Jedenfalls, was haben wir letztes Mal aufgesammelt überhaupt? Aquazepter stark, magisch von bla, Mini-High, dämonisch ist immer noch stärker. Gehen wir lieber zurück und. Ah, verdammte Stacheln! Ich hasse euch! Stirbt! Stirbt an! Stacheln! Ich wünsche Stacheln, dass sie an Stacheln sterben. Wie geil ist das denn? Und die typischen kleineren Lags wegen dem Dungeon-Gelade. Und wir pissen einfach mal den Typen da an. Bissi, biss, biss. Biss, biss. Biss, 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 biss. Und hier ist eine verdammte Kerze. Ah, kein Wunder, dass hier so viele Gegner sind. Naja, scheiß drauf. Töten wir erstmal den Typ hier da oben. Oder pisst ihn besser gesagt an. Biss, biss. Gott, bei dem ganzen Geld hier. Wir kriegen, glaube ich, so viel Scheißgeld zusammen. Haben wir die Kiste hier schon? Ja, wir haben die Kiste schon. Ah, ich hätte auch auf die Map schauen sollen. Ist auch eine gute Idee. Egal. Bauen wir die Kerze lieber ab. Gute Idee. Scheiß Fluch. Wehe, du verfluchst mich. Dann bist du tot. Warte, du bist schon tot. Du bist ein Schädel. Ein Geist. Ich piss mal einfach mal darunter und hoffe, dass ich die Typen dort auch treffe. Bis, 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 bis. Okay, ganz vorsichtig. Jetzt vorsichtig, nicht auf die Stacheln treten, aber zuerst anbissen. Nicht auf die Stacheln. War ja klar. Und jetzt noch Gegner in my face. Woher kommen die alle? Ich hätte die Kerze doch abbauen sollen, fällt mir gerade auf. Egal. Erstmal töten. Noch ein Gegner. Und wohin müssten wir eigentlich? Ich schau mal kurz, ob der Map ist. Nichts zu sehen. Ah, nach da unten. Au. Fuck. Ich hab diese Seite mir. Stimmt ja. Ich bin so ein Vollidiot. Und wir haben, glaub, bald Fackelmangel, so wie es aussieht. Fackelmangel und erstmal zwei Fackeln hinsetzen. Best idea ever. Und was ist das für ein Ding? Ernsthaft? Was ist das für ein Teil? Ich meine. Nö. Okay, da geht's wohl weiter, aber haben wir da nicht schon erkundet? Keine Ahnung, ich schau gerade kurz. Woher kommst du denn jetzt? Du auch. Ey, woher kommt ihr alle so plötzlich? Ich meine, gerade eben war es noch still. Und da ist wieder unser seltsamer Freund. Ja. Und wieder so einer. Meine Fresse. Leute, wie viele gibt's denn von euch? Ach du Scheiße, 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 ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe. Help me. Help me. Stirbt einfach. Cool, ich hab's überlebt. Und ich laufe erstmal auf Stacheln. Ach Gott, ich bin ein Genie. Ich glaube, die Kiste hatte ich schon, oder? Ja, ich hatte die Kiste schon. Das heißt, der Weg da oben führt einfach nur zu einer Strecke, die wir schon hatten. Stimmt ja, deswegen war es ja auch erkundet. Das erklärt einiges. Alter, wie viele gibt's denn von euch? Und war da gerade einer mittendrin in meinem Kampf gespawnt? Egal. Ha, stirb. Stirb einfach nur. Ich hab euch allesamt satt. Ist ja nichts Gutes gedroppt, leider nein. Nein. Vor allem, die Teile machen eigentlich nur 13 Schaden, aber die kommen in solchen Massen. Dann bauen wir erstmal diese verdammte Kerze ab. Gott, die regen mich auf. Blöde Kerzen. Wir haben keine Fackeln. Wir haben nur Leuchtschilde, die wir rumschmeißen. Und uns freuen. Und eine Kiste, die wir noch nicht geöffnet haben. Kurz, na, bevor wir den Typen töten, stirb einfach. Yay, ein verdächtiges Auge. Das heißt, wir können das Auge von Cthulhu beschwören und der blaue Mond.
Das heißt, wir können Cthulhu unterm blauen Mond beschwören. Wuhu! Party hard, yippie-yay-yay. Schweinebacke. Und da oben kommen wir nicht hin. Leider nein. Schade, schade, schade. Stirbt einfach. Der Mini heißt beste Investition, die ich jemals hatte. Habe ich das schon mal gesagt? Ich hoffe nicht. Ich sehe nichts. Sterbt. Sterbt. Sterbt, sage ich euch. Ah. Au. Ach du Scheiße, wie viele sind denn von euch hier? Leute, und warum bin ich vergiftet? War da ein Pfeil oder so? Zwei Wasserkerzen, meine Fresse. Kein Wunder, dass hier so viele sind. Und ich sehe nichts. Egal, ich hoffe irgendwas drauf und hoffe, dass es klappt. Okay, da unten geht's nirgendwo hin, wo ich hin muss. Hier war ich ja schon, oder? Déjà-vu? Ah, scheint nach einem Déjà-vu. Egal. Egal-O-Matic. Klang irgendwie wie Egal-O-Matic. Leute, ich will auch noch leben. Warum können die durch die Wand ballern? Ernsthaft, das ist beschissen. Das ist einfach scheiße unfair. Das ist wirklich einfach scheiße unfair, dass sie durch die Wand ballern können. Warum kann ich nicht durch die Wand ballern? Ich meine, worin sind sie besser als ich? Sie sind untot und weiter. Ich bin Tannenbaum. Wir sollten auch durch Wände ballern können. Und in der Nacht sehen. Oh Gott, was rede ich da für eine Scheiße? Da unten habe ich eigentlich auch schon alles, oder? Nee. Sterb. Hier geht's noch weiter. Ja, hier geht's weiter. Tür, geh auf. Danke. Sonst gibt's hier irgendwas. Ja, ich glaube, es geht noch tiefer. Geht's tiefer? Ist dann normal. Seit wann gibt's hier normale Truhen? Ich dachte, hier gibt's nur die Schlüsseltruhen und so ein Zeug. Und ich bin kurz vorm Sterben. Scheiße. Egal. Silbermünze, Kupfer. Zwei Goldmünzen. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Sollte ich nach Hause gehen oder. Was habe ich denn hier alles? Was kann ich denn hier lassen? Holz kann ich. Nee, lieber nicht. Habe ich überhaupt eine Truhe? Irgendwas zum Ablegen? Dann, ja, mit einer 1 Goldmünze gehe ich jetzt mal Tür. Bitte, danke. Ich sollte lieber mal mein Leben auftanken. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Sterbt. Wir brauchen Fackeln. Dafür brauchen wir Glibber. Ich glaube, sollten wir nach Hause gehen, oder? Ach. Wir haben den Dungeon eigentlich so groß. Na, da unten ist noch was. Und ja. Gehen wir lieber nochmal in Dungeon. Was haben wir überhaupt? Blauer Mond. Sieht irgendwie aus dem Morgenstern. Wahrscheinlich ist es auch einer. Yep, ist ein Morgenstern. Ein cool aussehender Morgenstern. Morgensterne. Ist eigentlich nicht unsere Waffe, aber ich habe Morgensterne eigentlich recht gerne. Weil die haben so eine mittlere Reichweite und die machen recht gut Schaden bei riesigen Gegnermassen. Oder bei großen Gegnern. Oh Gott, Fallschaden, ich hasse dich. War, glaube ich, keine gute Idee, Koboldschild gegen Fallschaden auszutauschen. War wirklich keine gute Idee. Und jetzt einfach runter. Hoffen, dass wir nicht sterben. Mana aufsammeln, das wir gar nicht brauchen. Auf Stacheln laufen. Gibt's hier irgendwo was Tolles? Nee, noch nicht. Ich glaube, wir müssen nach rechts, oder? Ich hoffe, wir müssen nach rechts. Falls nicht, wäre es sehr blöd. Naja, laufen wir nach rechts. Rechts! Ui. Haben wir wieder keine Fackeln? Wir haben doch... Ah, wir haben, glaube ich, keine Fackeln noch hergestellt. Egal. Und da unten liegt sau viel Geld. Heil. Und Skelett und Mage-Banner. What the fuck? Was sind das? Keine Ahnung. Lassen wir es auch dabei. Alter, Leute, ihr solltet selten sein. Und nicht so häufig. Ist die Truhe zu oder liegt da ein Knochen? Nee, da liegt ein Knochen. Scheiß Magier, ey. Krass euch.
Ihr seid böse. Böse. Böse, böse, böse. Sterbt. Sterbt. Sterbt, 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 sterbt. Sterbt. Sterbt doch einfach nur. Ach du Scheiße, sind da unten viele und da ist wieder so eine Kerze. Kein Wunder. Und ich sehe nichts. Und ich habe keine Fackeln. Das ist beschissen. Und ich pisse hier einfach mal an. Bis, bis. Abwehr. Bis, bis. Abwehr. Ah, scheiße, Abwehr hat nicht geklappt. Blöd. Sterbt. Einfach. Nur. So. Kerze abbauen. Skelette töten. Mana sammeln. Pfeilfalle abbauen. Öffnen. Noch ein Auge des Katodes. Nein, ich habe den Schlüssel da gelassen. Ich habe den Schlüssel da gelassen. Leute, lass mich am Leben. Ich habe den Schlüssel da gelassen. Ich muss den Schlüssel wiederholen. War ja klar. Meine eine Goldmünze liegt da. War ja sowas von klar. Naja, ich stelle mir erstmal ein paar Fackeln her. Was kann ich ein Skeleton Mage Banner? Keine Ahnung. Kann ich irgendwas ablegen? Ich habe viel zu viele Sachen. Ernsthaft. Und viel zu viele Heiter. Ich wollte es nicht wegwerfen, ich wollte es nehmen. Alter Spiel. Es gibt zu viel, was ich habe, aber ich habe irgendwie keine Truhe, gar nichts. Ich kann nichts ablegen. Was ein Scheiß. Sollte ich vielleicht zurücklaufen? Ich nehme einfach mal den Stern mit. Für einen Stern habe ich nicht mal Platz. Weg da! Ich hasse euch. Scheiß Kerzen. Niemand braucht euch. Niemand will euch. Ihr seid unbeliebt. Werdet immer bleiben. Und blöde Dämonenaugen, die ich kaum sehe. So. Okay. Ich sollte aber wirklich was wegwerfen. Das kann weg. Die kann ich eigentlich absteigen? Nein, die machen ja natürlich nur mir Schaden und die Pfeilfallen sind auch wieder da. Ach Gottchen. Spiel. Warum? Warum können die Stacheln nicht auch anderen Gegnern Schaden machen? Oder warum gibt es mir keine Rüstung, die gegen diese Stacheln immun ist? Ich würde sie meinem nekrophilen Helm bevorzugen. Die können wieder weg. Giant Bow kann weg. Muramasa behalten wir lieber. Das kann man gut verkaufen. Knochen. Holzpfeile können weg. Sonst. Holzwand kann weg. Sonst gibt es eigentlich nichts. Okay, die Holzwand kommt doch mit. Wie dem auch sei. Und nicht vergessen, ich habe Fallschaden. Fallschaden ist böse. Fallschaden ist sehr böse sogar. Und die Wasserbolzen habe ich auch schon länger nicht mehr benutzt. Naja, ich schicke sie einfach mal voran. Und hoffe, dass sie alles töten. Yeah. Badass Wasserbolzen. Oh, ist weg. Da gab es nichts. Okay, das war... Kaum weiche ich den Stacheln aus, falle ich wieder rein. Oh nein. So, da unten. Alter, ihr Magier, ihr geht mir so auf den Senkel. Ich meine, Ernja, wer braucht euch? Wer braucht euch? Ihr seid nur scheiße unfair mit euren Zaubern, die durch Wände gehen können. Okay, dann gehe ich jetzt nach rechts. Mit Highspeed. Und lauf gegen die Wand. Nee, ich sehe nichts. Fuck. Ah, ich habe wieder Fackeln. Wollt's wissen? Stimmt ja, ich habe mir welche gemacht. Und gut, dass die Wasserbolzen ein bisschen was beleuchten. Sonst wäre es richtig scheiße. Gibt's hier irgendwas? Was? Tolles. Außerdem tot. Nicht verfluchen. Danke. Wir haben goldene Schlüssel bekommen. Mal wieder. Yay. Die Truhe hatten wir schon. Ah, genau, da waren ja die Schlüssel dann. Stimmt ja, ich wollte ja den Schlüssel. Ah, ich habe ein Gedächtnis von einer Kerze. Ja.
Genau, Kerze. Whatever. Ha. Aha. Wohin muss ich eigentlich? Ich habe jetzt eigentlich recht gut alles erkundet, oder? Und ich sollte so langsam aber sicher den Part beenden. Ich gehe mal lieber zu einer sicheren Zone. Und wo auch immer eine sichere Zone ist. Und hier ist eine scheiß Kerze. Und da unten sind Stacheln, wenn ich richtig sehe. Und natürlich falle ich erstmal rein und werde getötet. Verdammt nochmal, lass mich doch endlich in Ruhe. So. Wo gibt's hier irgendwo eine sichere Zone, wo ich den Part beenden kann? Das sieht sicher. Wohin muss ich eigentlich? Ich habe eigentlich alles, oder? Na, da links ist noch was. Ich kann nach da links noch. Ah, scheiß Flüche. Komm her, komm her, komm her. Okay, dann eben nicht. Ah, ich brauche wirklich irgendwas, um ein Part beenden zu können. Hier gibt es nirgendwo eine Stelle, wo ich mich einbauen kann. Habe ich überhaupt was zum Einbauen? Ich glaube, ich hatte noch Holz, oder? Ich hoffe, ich habe Holz. Mann, kaum will ich den Fluch töten. Da rechts sieht's gut aus. So, Fluch ist tot. Und jetzt wird sich eine Safe-Zone gebaut. Schnell, schnell, schnell. Ach, verdammt, die Flüche kann durch Wände. Naja. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, euer Mr. Sandoron. Ah.